Hallo, Servus und Moin Moin, liebe Leute, und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Prehistoric Hunt. So, wir haben in der letzten Folge ja ein neues Lager gefunden. Da machen wir uns wieder auf, weil die Spawnpunkte, die sitzen immer so ein bisschen abseits davon. Wir werden also nicht direkt an dem Lager neu gespawnt. Aber was wir machen können, wir können da oben halt nochmal unsere Munition auffüllen, und außerdem wollte ich mal schauen. Na, spielt's Verstecken. Das Problem ist, von vorne werden wir den natürlich nicht kriegen. Das bringt nichts mit der. Oh, lauf, 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 lauf. Na, geht doch schon wieder los. Geht doch schon wieder gut los, oder? Ey, Moment mal, 32 Meter. Danke für diesen vorteilhaften Spawnpunkt. Ich glaube nämlich, da haben wir gerade tatsächlich eine Lootbox gefunden. Ja, was haben wir denn da? Ein Energy Pack. Take all, irgendwo so ein Ding da. So, damit haben wir, glaube ich, eine Aufgabe erledigt, ne? Jetzt müssen wir nur sehen. Das ist natürlich richtig klasse. Tja, nützt der nächste Leute. Den Weg müssen wir jetzt wohl auf uns nehmen. Ich hoffe nur, da kommen wir auch hoch. Weil das sieht jetzt nicht so gut aus, oder? Schaffen wir das? Okay. Läuft. Jetzt hoffe ich nur, dass wir unser Tierchen da so halbwegs auch zum Liegen gebracht haben. Dass es nicht mehr ganz so weit weg ist.
Aber das werden wir ja gleich sehen. So, mein ursprünglicher Plan wäre nämlich gewesen, uns an dem neuen Lager mal umzuschauen, ob wir da eine Lootkiste finden. Hat sich ja hiermit erledigt. So, jetzt. So, jetzt müssen wir nur noch gucken, wo der olle Triceratops abgeblieben ist. Ich denke mal, die Blutspuren, die müssten ja eigentlich wieder auffindbar sein, ne? Hoffe ich zumindest. So, wir waren in der Nähe des Lagers und da kam das Vieh dann ja auf uns zu, ne? Also wollen wir mal gucken, dass wir hier wieder hochkommen. Sein. Ich glaube, das könnte er tatsächlich sein, weil der lief schon so angeschlagen. Da müssen wir auch zusehen, dass wir irgendwann mal ein anderes Gewehr kriegen, bei dem wir nicht mehr ein ganzes Magazin vielleicht verbrauchen. Vorsicht, das sind die Kleinen. So, dann schauen wir mal, was wir hier haben. Einen einfachen Medium in Bronze claimen wir. Acht Treffer insgesamt, oder was? Okay, nützt ja nichts, ne? So, lass uns jetzt aber dann doch nochmal zum Lager. Gucken da noch mal nach Missionen und Aufgaben. Wäre ja auch cool, wenn wir hier einen von den Tracks wieder zum Laufen kriegen könnten. So, hier war, glaube ich, Contracts und Warendingen drin. Okay, schauen wir mal nach.
Wir haben noch 300. Ist ja nichts, ne? Ist ja nichts. Was kosten die denn? Die Hunting Rifle 500. Pistolen will ich jetzt nicht unbedingt. Die Bögen 300. Storage Expand wäre auch nicht schlecht, aber kostet auch schon wieder 200. Rifle, da haben wir noch 112. Pistole haben wir 118. Ich denke mal, da brauchen wir erstmal nix. Ne, Fast Travel wollen wir auch nicht. Aber wo gibt's denn neue Aufträge? Wollen wir das mal machen? Den hatten wir aber auch schon, ne? Den hatten wir aber auch schon mal irgendwann, soviel ich weiß. Also, wir brauchen Trikes, wir brauchen die Flugsaurier und den Utahraptor. Mehr gibt's im Moment nicht, ne? Missionen haben wir keine. Okay, und irgendwo in dem Umkreis, da müssen wir den halt jagen. Es gibt tatsächlich keine Möglichkeit, die Nacht zu skippen, ne? Was macht er denn jetzt hier mit dem Fragezeichen? Ah, da. Die Pumpe ist kaputt. Druckprobleme. Order Repair. Recommend Depotfans. Okay, weiß zwar nicht, ob das irgendwas ist, was wir hinterher noch nutzen können oder müssen oder was auch immer. Heißt das für die Zäune vielleicht selbst noch verstärken müssen oder reparieren müssen? So, lass uns erst mal gucken, dass wir... Steht er wieder auf? Nee, ne? Okay, nee. Ein kleiner Iguanodon. Okay, für Contract. War er das? Oh cool, damit haben wir den
Vertrag auch fertig. Hochgezogen wird. Deploying. Okay. Macht natürlich einen ganz schönen Krach. So, wenn wir den jetzt abgeschlossen. Okay, andere Seite, da müsste jetzt auch noch was sein. Mal schauen. Komm, ich höre dich doch. Der sieht aber schon ein bisschen größer aus, ne? Den haben wir in Gold. Medium Female. Für 80 können wir die ausstopfen. Ich habe, glaube ich, noch nicht viel, ne? Komm, mach, gönnen wir uns. Gönnen wir uns und holen uns jetzt erstmal die Kohle für den Auftrag. Dafür haben wir 150 gekriegt, okay. New Hunter Level. 190, XP 319. Der macht aber auch einen Krach. Der macht einen ziemlichen Krach. Warten wir mal kurz, bis der weg ist. Also, was haben wir denn jetzt hier? Da können wir uns selber mehr oder weniger tarnen, also ein Tarnzelt. Stamina brauchen wir nicht, brauchen wir nicht. Aber Rifle. Im Storage ist nix. Komm, die Shotgun Ammo, die brauchen wir auf jeden Fall nicht. Was haben wir hier? Ach, das sind die neue Missionen, gibt's nix. Und die Sognathus Tissue Studies. Das sind ja die kleinen, ne? Gucken wir nochmal auf die Karte. Der müsste eigentlich direkt hier sein.
Wenn ich das richtig sehe, müsste der direkt hier sein. Also mein Plan wäre der, wir könnten hier Richtung See oder wir gehen Richtung Norden. Ich bin dafür, wir gehen so hier irgendwie merkwürdig, oder? Also ich würde ganz gerne schauen, ob sich hier am See noch irgendwie ein... Aber da waren wir da schon oder waren wir da noch nicht? Ich weiß nicht. Ich glaube, da waren wir schon, ne? Komm, wir gehen einfach mal Richtung Norden weiter. Mit ein bisschen Glück dürfte der Tag hier auch gleich anbrechen wieder. Also im Moment kommen wir ja mit den Anfangswaffen noch ganz gut klar, ne? Munition haben wir auch noch zur Genüge. Aber so richtig viel Kohle kriegen wir nicht zusammen, ne? So richtig viel Kohle kriegen wir nicht zusammen. So, ich denke mal, hier halten wir besser die Pistole im Anschlag. So, ich hoffe auch, dass wir noch auf das nächste Lager stoßen werden demnächst. Vielleicht noch in dieser Folge. Das wäre halt immer so letztendlich. Wo ist er? Irgendwo müssten die hier sein. So, nächsten Wegpunkt würde ich sagen, setzen wir irgendwo hier. In dem Bereich, dass wir dann hier schon mal abgedeckt haben. Ich hoffe ja, dass der Weg nicht nur zur Zierde hier ist, sondern der uns wirklich irgendwo hinführt. Du siehst jetzt. Alter! Du
deinem... Klasse, ich wollte gerade sagen, da siehst du natürlich auch nicht viel jetzt hier im Dunkeln, ne? Wo... Ne, jetzt hat er uns da oben gespawnt, wo wir eigentlich hinwollen. Na gut, dann würde ich sagen, gehen wir mal halt rückwärts. Nee, echt jetzt? Was war denn das? Ich kann mich nicht mehr bewegen. Da ist mir irgendwas auf den Kopf gesprungen. Wäre schön, wenn's hell wäre, ne? Ding ist, du siehst halt nicht. Ist der jetzt irgendwie gefallen oder nicht? Egal, komm Leute, wir müssen mal zurück. Kann ja eigentlich nicht. Der muss ja, wenn dann da oben sein, ne? Wenn dann müsste der ja mehr. Ich hasse das im Dunkeln, muss ich sagen. Was haben wir da? Eigentlich ist der komische Vogel ja hier hoch, ne? Komm, wir gehen erstmal. Ich glaube, so langsam fängt es an zu dämmern wieder. Das ist eine Sache, die ich mir eigentlich echt noch wünschen würde, ist irgendwie die Möglichkeit zu schlafen, wenn ich nämlich keinen Bock auf Nachtjagden habe. Dann können wir auch gleich sehen, wie das um unsere Schwimmkünste bestellt ist, wa? Okay, langsam wird's hell. Müssen wir schauen. Okay, schwimmen können wir. Und das ist auch schon mal gut zu wissen.
bei den Nachtjagden oder wenn du nachts unterwegs bist, siehst du halt nicht, wo die Tiere sind. Du siehst halt nichts mehr. Jetzt sind wir aber echt wahnsinnig weit entfernt gespawnt, ne? Muss man dazu sagen. Was war das? Ach, auch schon wieder der Fliege. Fliegeteil, das Fliegeding da war. Komm, wo ist er jetzt? Wo ist der runtergegangen? Und vor allen Dingen, wie weit ist er runtergegangen? Das ist jetzt natürlich auch wieder so eine Sache. Am Abhang. Der kann ja den ganzen Abhang runtergerutscht sein, ne? Okay, wir müssen gucken, ob wir ihn hier irgendwo finden. Echt jetzt? Und jetzt sind wir wieder ein ganzes Stück zurück, ne? Jetzt sind wir wieder hier. Total blöd. Echt total blöd. Also Leute, die Respawns, die passen mir irgendwie gar nicht. Hey, guck mal, wer wir da oben haben. Ach, haben wir da überhaupt was? Oh, eine Pflanze. Ich habe echt gedacht, da wäre einer von den Flugdingern jetzt. So, Leute, nützt nichts, was wir machen müssen. Zurück zum Lager und Munition kaufen. Weil ich habe ja jetzt so viel Munition hier verschossen. Jetzt haben wir so viel Munition verschossen. So, da geht's lang.
Ganz schön neblig hier, ne? Ganz schön neblig. Und wenn wir dann beim Lager sind, dann machen wir auch mal Schluss. Wenn ihr noch mehr Lust auf Dino-Jagd habt, dann lasst es mich gerne wissen, dann können wir noch ein paar Folgen machen. Dass wir zumindest die Insel einmal erkunden. Hier muss einer sein noch, ne? So, eigentlich hatten wir jetzt einen recht guten Start. Zum Ende wurde es ein bisschen blöd, ne? Ich bin gespannt, wie viel von den Tieren, die wir hier angeschossen haben und dann nicht mehr gefunden, wie viel von denen letztendlich noch gestorben sind. Das wäre dann natürlich richtig verlorene Kohle, ne? Ich glaube, wir haben auch keine, die wir noch nicht verkauft haben, ne? Nee, nix. So, wir brauchen auf jeden Fall... Munition. Pistolen, Munition bräuchten wir auch noch mal ein bisschen. Ich denke mal, das sollte reichen mit 403. Na, das ist halt hier, das sind die dicken 1500. Also auf jeden Fall fehlt es da noch ein bisschen. Cola könnte man sich dann bei Gelegenheit auch noch mal holen. Lass uns mal hier nachgucken. Da haben wir nichts zu submitten, ist klar. Wir haben hier bestimmt noch so den ein oder anderen ein oder andere Lager zu entdecken. So, aber wie gesagt, für heute soll es das gewesen sein. Wenn es euch ein bisschen gefallen haben sollte oder ihr einfach nur Mitleid mit mir habt, dann lasst gerne eine Bewertung da. Würde mich freuen, euch beim nächsten Mal hier wieder zu sehen. Ich würde sagen, macht's gut, bye bye und bleibt gesund.